Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Diesmal, ich geh mal ranzoomen, die Dogging Station von Aukey, also A-U-K-E-Y, Aukey. Fast wie okay, aber okay. Und wir wollen uns jetzt mal die Hardware etwas genauer angucken. Ich räume mal die Kartons so lange weg. Ich fange erstmal an beim Binnenmann. Anleitung brauche ich nicht. Wir Männer schaffen das auch so. Es sei denn, wir sind am Verzweifeln, dann natürlich nicht. Wir gucken uns erstmal den USB-Kabel an, würde ich sagen. So. Ja, Meter würde ich sagen. Guter Meter. Wir haben auf einer Seite, oh, sehe ich jetzt erst, ein, wie ihr seht, es ist blau, also USB 3.0. Stand das auch auf der Verpackung? Ne, da stand nicht von USB 3.0. Aber es ist ein USB 3.0 Kabel und dieser Anschluss, ich weiß nicht, wie man den nennt, aber ist auch USB 3.0. Null. Dann haben wir einmal den Stromstecker. Hat ein bisschen Gewicht, muss ich sagen. Ja. Aber der soll ja auch ordentlich Leistung bringen, um uns die Docking Station vernünftig zu versorgen mit Strom. Ich kann auch leider jetzt nicht testen, wie sie ist mit 3,50 oder 3,50 und 2,50. Ja, der Stromkabel, Handbreite, auch gut Meter, würde ich sagen. Sieht auch gut verarbeitet aus. Hier könnte jetzt ein Logo drin stehen, eigentlich, weiß ich nicht, aber da ist nichts drin. Würde natürlich ein Tick schicker aussehen, wenn da ein Logo eingraviert wäre. So. Macht das mal nur ein bisschen so zusammen, damit das hier nicht so rumfliegt. Und jetzt gucken wir uns die Hardware an sich mal an. Von Aukey. Aukey, oh, ich will mal Aukey sagen, ey. So, wir haben einmal, das ist die Frontseite. Dort steht natürlich auch das, der Firmenname, Aukey. So, dann haben wir auf der Seite nichts. Auf der Seite hinten sind die Anschlüsse. FC, CE und eine Mülltonne ist drauf. Hier ist der USB-Anschluss, USB 3.0, hier steht sogar drauf USB 3.0. Und dann haben wir hier den Stromanschluss. Oh, und wir haben sogar einen Power-Knopf. Coole Sache. Hier ist auch nichts. Und wenn wir von oben rauf gucken, da ist dann natürlich das Herzstück. Und das machen wir gleich. Und von unten haben wir jetzt hier noch... Seht ihr das? Ja, wir haben hier einen Gumminippel, damit das schön rutschfest ist. Und dort steht drauf, Aukey Modell DS-B2, also DS-B2, 2,5/3,5 USB 3.0 eSATA, SATA HD Dogging Station. Und vorne haben wir dann natürlich, oh, hier sehe ich gerade, hier ist so ein Licht, da ist so eine Leuchte. Und dort ist einmal der Anschluss für die 2,50, die ist nicht abgedeckt. Und der Anschluss für die 3,50 ist abgedeckt. Weil es im Prinzip der gleiche, weil, ach so, geht, siehst du? Sehe ich ja jetzt erst. Man kann nur eine Festplatte daran betreiben, nicht zwei. Weil, ist ja auch doof, ist ja auch klar, die Festplatte ist nicht so ausgeschnitten, so weit habe ich nicht gedacht. Die 3,50 ist schon so groß und jetzt sind die eSATA-Anschlüsse, hoppala, wo seht ihr da, für die 3,5 Festplatte, beziehungsweise wenn wir das so haben, haben wir einen Schacht für die 2,50 Festplatte.
Ich werde mal eine einstecken. So, gucken wir mal. Klein, groß. So rum kommt sie. Die kleinen Anschlüsse sind da. Der große, lange ist da. Wir machen die jetzt einfach hier rauf und drücken einfach einmal fest. Und sie ist fest. Oh, sie ist wirklich fest. Ihr seht, ich trage das gerade damit. Finde ich sehr gut. Man muss wirklich dran ziehen, um sie loszuwerden. Das finde ich sehr gut. Jetzt gucken wir uns nochmal die Kabel an, ob sie fest dran sind oder nicht so fest dran sind. Da oben stecken wir das einfach mal rein. Und ihr seht, selbst am USB-Kabel hängt es. Also das ist noch der Kabel. So. Also der Kabel, der hängt hier so. Und ich hänge und hält da locker aus und man muss wirklich etwas dran ziehen, um ihn abzukriegen. Also nicht locker drauf. Das ist schon mal sehr gut. Ja, hat schon ordentlich. Jetzt gucken wir uns mal das mit den Stromstecker an. Selbst hier ist er fest. Ich hoffe, ihr seht das richtig. Also nicht, dass ihr denkt, das ist ein Draht oder so, das ist der Kabel, der da lang geht vom Strom. So. Und daran, ich werde das mal so machen, seht das vielleicht ein bisschen besser, daran, und selbst da ist er sehr fest. So, jetzt werde ich das mal mit Strom versorgen, damit wir uns das mal angucken, ob da eine Leuchte leuchtet. Klingt auch doof, ob eine Leuchte leuchtet. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Ah, okay. Ich werde das mal kippen, dass ihr das so seht. Dort ist die Lampe. Ich werde mal ranzoomen. Ich werde mal so machen. So. So. Seht ihr das vielleicht ein Tick besser? Wenn ich die jetzt einschalte, da wird sich was bewegen. Und da ist er. Sie leuchtet lila. Jetzt werde ich mal... Wie rum war das jetzt wiederum? So rum. So rauf machen. Und noch verändert sich nichts. Es leuchtet auch nichts anderes. Ich werde mal das so ranstecken. Ich glaube, dafür brauche ich dann wirklich einen PC. Ich werde mal gleich meinen Laptop, also für den Hardware-Check werde ich mal meinen Laptop dazu holen. Und dann werden wir uns das einfach mal nochmal genauer angucken mit Laptop. Ich werde da aber nur dieses Gerät zeigen, beziehungsweise wenn ich die Festplatte einstecke und so auf meinen Monitor leuchten, da ich nicht weiß, welche Platte davon eine von meinen ist und welche von meinem besten Freund ist, beziehungsweise von einem Freund, weil die haben die Dinger immer hier gelassen. Wenn ich denen da was Neues eingebaut habe, kam so an, baue mal neue Festplatte in meinen Laptop ein. Oder PlayStation 3 oder PlayStation 4 oder was weiß ich. Na, PlayStation 4 noch nicht, aber da wird auch noch kommen. Und da sind dann immer ein paar übrig geblieben. Ich habe noch 3-4 andere rumfliegen. Ich habe eine 60 GB, 120. Also nicht wirklich große Größen. Außer die, das ist meine aus meiner PS3. Meine 500 GB. Die ich ja ersetzt habe durch eine SSHD 1 Terabyte. Video ist auch im Kanal. Flutscht wie Sau. Ja, und dadurch habe ich die halt über. Und da werden wir jetzt einfach mal gucken, was da für Daten drauf sind und wie das funktioniert, ob es schneller Zugriff, nicht so schneller Zugriff ist und was weiß ich. Dafür hole ich jetzt erstmal meinen Laptop hierher, ohne Stromkabel, einfach per Akku, reicht ja auch aus. Dann würde ich sagen, wenn ihr da noch Interesse habt, schaltet den Hardware-Check ein. Bis dahin, ahoi.